So, da haben wir ja den Deep Slate geholt. Und den wollten wir ja im Prinzip im Nether dann ja verbauen, da an unserem Tunnelsystem. Da haben wir die ganzen Werkzeuge reingepackt. Vom letzten Mal hier das Schwert, was wir dann noch mitgenommen haben. Hier ist noch die Glücksspitzhacke, die müssten wir nicht mal mitnehmen. So, dann muss man eigentlich gucken, dass man die Cobblestone-Schmelze auch nochmal wieder aufbaut mit den Hoppern und mit den Öfen. Hier haben wir noch die Lava-Eimer. Wir haben den Bogen dabei. Wir haben Potions dabei. Ja. Die packe ich mir natürlich gleich mal wieder hier auf die Leiste. Den Tripwire-Hook, den brauche ich irgendwie gerade gar nicht. Wassereimer haben wir auch ein bisschen viel. Milch lassen wir auch mal einen da. Den Lava-Eimer nehme ich mal mit. So. Und dann überlege ich, uns das mal hier mal in den Rucksack hier, das, was wir jetzt als nächstes verbauen wollen, also die Cobblestone-Schmelze. Dann haben wir hier Kisten, haben wir dann noch Fässer. Ich nehme mal hier 4 von den Kisten mit und hier von den Fässern auch mal 4 Stück hier für die Schmelze. Und dann können wir mal noch eine Ladung Cobblestones mitnehmen. Haben wir dann hier oben? Ja, da haben wir noch den Deep Slate. Und hier noch die ganzen anderen Steine. Das haben wir hier auch relativ durcheinander hier auch reingepackt. Ich hole mal die Sachen aus dem Nether raus, hier, die wir da verbauen wollen. Hier die, da klaut er uns einen Pilz hier, ne? So. 2 Enderperlen, schön. Ja, wie gesagt, jetzt hier im Winter noch hier das Feld, das ist auch noch relativ weit oben auch, ne? Hier mit dem Weizen. Das würde ich nochmal eben hier abernten. Na, habe ich versehentlich hier auf das Fass geklickt. So, dass wir hier nochmal ein bisschen Vorrat nochmal haben hier für den Winter. Wir haben gerade ein bisschen Platz im Inventar, da hinten auch, ne? Auch hier die ganzen Möhren vor allem. Gerade so schön ruhig hier im Winter. Machen wir mal eben. So, weil dann würde ich nämlich den Tunnel weiterbauen. Und dann mal zu sehen, dass wir da die anderen Stationen dann auch mal fertig bekommen. Hier beim Dorf. Und dann hier beim Spawn. Die Geschichte da beim Strand, beziehungsweise dann bei dem, ja, bei dem neuen Dorf, dann da im Süden, in der Nähe von der Leuchtpilzhöhle, dass wir da perspektivisch dann auch uns mal eine Station bauen. Und von dort aus würde ich dann ganz gerne dann auch noch weiterreisen, weil es gibt noch so viele Biome zu erkunden, die wir alle noch gar nicht gesehen haben. Und ja, das wird einfach mal ein bisschen auch was Neues auch mal erkunden.
Auf der anderen Seite ist es auch wirklich schön, hier auch beim Haus auch einfach mal wieder mal einen Moment zu sein, um das mal hier zu, ja, sich einfach mal anzuschauen, was wir hier so die letzten... Das ist ja auch interessant hier noch, ne? Diese Bone Meal Farm ist hier komplett zugeschneit. Die haben wir auch gar nicht mehr so richtig. Da ist ein so ein Bone Meal. Haben wir irgendwie auch gar nicht so richtig gebraucht, weil wir auch ständig auch hier Skelette und so weiter ja auch erledigt haben. Die Cookies, das passt. Ach, siehste. Apropos Leuchtbärenhöhle bzw. Leuchtpilze. Ich hatte ja auch noch hier diese ganzen neuen Holzsorten ja auch noch da gefunden. Das waren doch hier, waren die hier drin? Nee. Ich packe erstmal eben hier die Geschichten mal eben hier rein. Hier das, was wir hier gerade da gefunden haben. Hier der Weizen. Hier haben wir Obst. Halt. So. So, wir haben ja die Säfte. Die reichen ja erstmal an Lebensmittel. Immer noch die Glasbottles. Lassen wir mal im Inventar. Können wir vielleicht noch Honig mitholen? Nee, was soll ich sagen? Die neuen Holzsorten. Müsste ja nicht hier drin sein, ne? Genau, da haben wir ja hier Fir Sapling gefunden. Die hier Redwood. Das hier waren diese Glowshrooms. Und ich nehme ja mal nur mal so ein oder zwei mal eben zum Probieren. Auch in die Glowworm Silk. Diese Leuchtlianen aus den Glowshrooms. Die waren ja da in der Höhle auf dem Schlamm, meine ich, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder waren die auf diesem Mossblock? Hier matt. Ich probiere noch mal eben, auf welchem Material man die anpflanzen kann. Nee, das Bone Meal, wir haben ja so viele Knochen auch immer gefunden, weil wir auch ständig auch hier mit Skeletten und so weiter auch zu tun hatten. Legen wir uns mal im Schlafen, ne? Nicht, dass jetzt hier noch irgendwelche Monster uns angreifen, ne? Geht's euch gut hier, ja, ne? Ja, wie gesagt, die eine Katze hier, die wollte ja nicht hier mit dem Fisch, das hat ja nicht hingehauen, aber... Naja, gut, wir haben ja noch beim Dorf ja auch wieder neue Katzen ja auch bekommen. Gucken wir nachher auch noch mal eben lang. Ich wollte mal eben sehen. Wir haben ja hier unsere kleine Exoten-Ecke da hinten, da mit den Skyroot Locks. Und hier den Pilzen. Ja, ob wir da mal so einen von diesen Leuchtpilzen da dazusetzen. Mal sehen, die waren ja nicht so groß. Ob wir vielleicht hier mal eben... Also wenn ich den jetzt so dahinsetze, ach, das funktioniert, der ist gar nicht... Ja, ach so, hier kommst du an mit dem Ei, wa? In voller Rüstung hier mit Lederhelm und so weiter. Na, komm her. Na? So. Ich habe schon wieder keinen Platz. Also das heißt, die wachsen einfach so. Und jetzt mal sehen.
Ja, okay, das ist richtig. Vielleicht braucht man dann doch ein anderes Material als Untergrund. Oder es muss dunkel sein. Ich meine, da konnte ich jetzt hier so hinpflanzen, ja. Aber ich meine, dass die hier auf diesem Glow-Dingens da irgendwie... Oder war das mit dem Schlamm? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ah, siehst du da. Da geht's jetzt nicht. Ich würde die ja schon ganz gerne hier irgendwie züchten. Lass den mal so. Vielleicht wächst er von alleine. Ansonsten müssen wir das nochmal woanders probieren. Vielleicht auch im Dunkeln. Ne? Wir haben ja hier diese Diorit-Höhle. Müsste man eigentlich auch noch mal ein bisschen besser erkenntlich machen. Ich finde die gar nicht. Wir hatten da einen weißen Wolleblock hingesetzt, meine ich, als Markierung. Mach ich mir mal eine Fackel mal. Ja. Hier bei dem Schnee finde ich das gerade gar nicht. Hier ist noch eine Spinne. Na, komm her. Da. Nee, nochmal so ausprobieren, ob das irgendwie... funktioniert hier mit, jetzt sieht man auch, dass das leuchtet. Ja, dann ist gerade kein Bone Meal dabei, ne? Ne. Na, warten wir mal ab. Ansonsten muss ich das einfach mal recherchieren, wie das genau funktioniert mit diesen Leuchtpilzen.